aus der Gruft für die wundervolle Theresa. Hallo, meine Damen und Herren! Aber ich will Sie trotzdem alle im Kollektiv bitten, doch Ihre Haustürschlüssel herauszuholen. Bitte. Ich hoffe, die sind nicht in die Jacken in der Garderobe. Nämlich, es hat einen Sinn am Ende des Textes, wenn ich eine sehr markante Geste mache, die da so aussieht wie das. Und dann klingeln Sie doch alle bitte mit Ihren Schlüsselbunden. Genau, nämlich, das hat auch einen Bezug zu dem Text. Man hört viele Geschichten über diesen ominösen Ruhrpott und es ist ja sehr, sehr hässlich dort und so. Das sind halt auch nur Geschichten und irgendwelche Texte. Und man kann natürlich über alle Geschichten und Texte sagen, sie sind Fiktion und sie sind irgendwie so erlogen und erfunden. Das ist alles nur zurechtgebogen und neu eingebunden. Und nachdem wir hier 5 Minuten Wortschwallregen auf dieser Bühne teilten, bleibt alles ohne jeglichen Bezug zu wirklichen Gegebenheiten. Aber diese Geschichte beruht auf wahren Begebenheiten. Ein alter Mann der Straßenbahn erzählte mir einmal von den Drachen. Zugegeben sah er etwas wirr aus. An seiner Hand baumelte ein Schlüsselbund mit gut 3 Dutzend Schlüsseln, die in der Luft klirrten und klingelten, als wären sie Triangeln. In diese Musik sprach er dann: Sehen Sie die Zacken? Das sind alles metallene Hütedrachen, die über uns und unsere Türen wachen. Und ich hörte plötzlich diese Melodie, die klang wie ein Stück nie aufgeschriebener Poesie. Als Kinder sind Tom und ich immer hinaus in die Rapsfelder, zum Strohmann oder Wandern. Wir lagen dann auch stundenlang im Klang des einen oder anderen gelben Blütenstaubgeflechts. Tom sagte immer, all die Pollen seien wie ein gelber Fleck, so Traumstaub, in den Ecken unserer Augen nach dem Aufwachen. Und wir hätten reichlich nachzuholen, wollten wir die ganzen Träume wirklich machen. Ich sagte dann: Hey Tom, du gehörst eigentlich in ein Gedicht. Da kannst du für immer jung bleiben, denn die Zeit vergeht ja nicht. Du kannst mit Silbensicheln Schneisen schlagen in das Wortdickicht und auf Müsli-Kieselwegen schreiben, wenn dann die Worte an dir kleben bleiben, die Gegebenheiten ändern. Du kannst Springmaustrainer oder Windwanderer werden und in Zinnober oder Zimt den Himmel färben. Du kannst an Sternschranken Eintritt bezahlen und Milchstraßen streifen. In fernen Gedanken gleit sich gleich schweifen. Wir können den Mond zu Wellen welken und tatsächlich übernachten in so viel benannten Himmelszelten. So gelangten wir in Welten, die wir fern der Wirklichkeit in Luftschlosstrümmern stellten. Und nur selten sagte Tom: Ja, das sind ja alles schöne Gedanken, doch existieren diese Welten nicht. Sie sind ja doch nur Teil eines Gedichts. Worauf ich sagte: Es gibt sie eben genauso gut wie dich. Es ist nur ein Gedicht, ist ein Argument, mit dem man überhaupt nichts beweist. Und das von jemand, der selbst auch noch Tom Sawyer heißt. Ich lebe manchmal tagelang in solchen Luftgedanken. Und manchmal, so wie jetzt, da treiben daraus Bilder ran, setzen durch den Raum um laut geflüstert, deine Ohrmuscheln zu branden. Da beginnen Farben durch den Kopf zu stranden, wie Musik aus anderen Welten, die mit einem Mal nach uns verlangten. Und siehst du jetzt das Bild eines rosa-grün getupften Elefanten? Und hörst du jetzt das zögernde Zikadenzirpen zwischen Distelzähnen im Singsang, wenn dann der Wind
durch sommergoldene Strohhalmsträhnen stolpert und ein Scheinwerfer wie Katzenaugen über Landstraßen ins Lapislazuli dieses Abends räubert. Und hörst du jetzt im Inneren ein Lied? Und gibt es da ein Bild, das man auch hinter geschlossenen Augenlidern sieht? Dann ist das schon genug, weil dieser Text im Augenblick geschieht. Hey Tom, ich glaube, wir sind da. Na, wo denn? Ja, an dem Ort, wo alle Geschichten wahr sind. Das ist hier. Da sagte Tom, weißt du, ich stehe oft sehr lang vor irgendeiner Tür mit dem Schlüsselbund in meinen Händen und kann nur an Drachen denken. Aber hey, alle diese Geschichten sind ja doch nur erlogen und erfunden. Das ist alles nur zurechtgebogen und neu eingebunden und das ist auch nur ein Gedicht. Und die, die tanzten, wurden für verrückt befunden. Aber manche hörten die Musik einfach nicht.